Kleiner Funfact zum Start der Folge. Wusstet ihr, dass es eine Foltermethode gab, in der ein Mensch über Bambussprösslinge am Boden angebunden wurde? Und weil dieser Bambus so schnell wächst, dass der sich während des Wachstums durch den Körper des zu Folternden bzw. des zum Tode Verurteilten durchgebohrt hat? Ja, herzlich willkommen zurück bei Wolong. Wir sind im Bambusgarten. Letzte Folge war eine sehr erfolgreiche. Wir haben uns gut durch diesen unterirdischen Tunnel gegraben. Ich würde jetzt da nochmal kurz runtergehen, weil da noch ein Dickman ist. Das Krokodil, lass ich mal Krokodil sein. Oh, moin. Ja, komm ran. Wieder zu gierig. Was hat er sich dabei gedacht? Boah, Stufe 20 sind wir jetzt schon hier. Das ist ordentlich. Okay, wo geht's denn hier hin? Ach, guck mal einer an. Das ist doch eine feine Sache. Ja, wie gesagt, das Krokodil lassen wir mal Krokodil sein. Da war, glaube ich, nichts Interessantes. Da ist noch ein bisschen Loot. Aber der ist jetzt, glaube ich, nicht so krass. Von daher machen wir jetzt mal schön hier oben weiter. Ich bin hier drüben. Muss man den Leuten schon sagen, wo man ist? Ich bin hier oben. Du bist runtergesprungen. Ja, genau. Jetzt einfach geradeaus. Ah, da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Und hier ist Schicht im Schacht. Und den schönen Bambus niedergerissen. Schade. Jetzt ist, was haben wir denn da? Ist da. Oh, du. Ja, komm. Das war einfach nur dumm. Das war einfach wirklich nur dumm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass momentan auch durch das zusätzliche Feuerskillen wir doch eine ganze Menge mehr Schaden machen. Also ich muss hier immer ein bisschen. Da gibt es ja 100 pro irgendwo eine. Ach, guck mal. Hallo. Ich trinke kurz was, ne? Okay. Ist ein heißer Sommertag, da. Stay hydrated. Hab's ihm gesagt, er hätte auch einen Schluck nehmen sollen. Naja. Heiliger Lotus. Weißt du, das ist das Kunst? Weiß ich nicht. Och, hier sind ja nur Ninjas. Gut, es ist ein Bambusgarten, ne? Scheiße. Ganz schön viele. Ah, guck mal doch, da ist noch so eine kleine Mini-Standarte. Tschüssi. Oh, was ist denn? Ach so. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden, warum er sich so bewegt hat, aber na gut. Ich nehme kurz die Standarte, du machst da draußen noch Tohuwabohu. Pass aber bitte auf, dass du nicht den Bambus plättest. Coole Rolle. Do a barrel roll. Sonst noch irgendjemand hier? Hm? Ach, guck mal.
Dicke McDickenstein, wir räumen erstmal die kleinen Boys weg. Na komm. So ist brav. Lass es einfach passieren. Ah, ich wollte doch gerade sagen, da ist doch was im Gebüsch. So hat das auszusehen. So und nicht anders. Hab dich gesehen. Was? Scheiße! Welche Ärgernis. Puh, ey, ein Hoch auf die Götterbestie. Das war wichtig. Wie dreist. Lassen mich nicht mal ihre Kollegen hinterrücks niederstechen. Super unhöflich. Aber hier scheint es mir ja schon weiter zu gehen. Dann gehen wir nochmal kurz... Laufen wir einmal kurz wild ums Item. Hast du irgendwelche... Nee, du bist... Also die sehen beeindruckender aus, als sie sind, sage ich euch ganz ehrlich. Ja. Was haben wir denn hier? Ach, den hätten wir backstabben können. Wir hätten einfach hier... Naja. Am Ende ist man immer klüger. Ich wollte gerade sagen... Also den finde ich fieser als seinen großen Bruder. Mann, Mann, Mann. Hier steht 100 pro einer um die Ecke. Als ob. Ja, okay. Dann sind wir auch im Bambusgarten fertig. Bambus gedeiht ja wirklich fantastisch, wenn man ihn mit Blut düngt. Darum haben wir hier unsere Pflicht und Schuldigkeit getan. Und sind jetzt... Warte mal, wo ist denn... Ist das nicht die große Halle? Sind wir da jetzt... Ich sehe da doch auch eine kleine Standarte. Die will ich haben. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Versteckt sich da. So nicht, Kollege. Da hinten ist ein Item. Das holen wir uns. Wir müssen auch dringend nochmal unser Inventar aufräumen. Das ist ein absolutes Messi-Inventar. Die lernen es aber auch nicht, ne? Lasst mich einfach durch zum Boss. Ist hier noch irgendwie was? Nö. Nun gut. Alles klar, alles easy, alles cool. So langsam, ja, wir kommen diesem ganzen verdeppten Scheiß auf jeden Fall näher. Ich frage mich auch immer so, wenn Leute verderbt sind und du hast dann überall dieses Dämonengewüchs und so. Ist das denen egal? Weil wenn ich hier dann... Ich meine, hier wohnst du ja. Da ist die Mauer kaputt. Da wächst irgendein Gestrüpp. Der Gärtner ist wahrscheinlich komplett am Verzweifeln, weil er mit Nachschneiden überhaupt nicht hinterherkommt. Das muss doch nicht sein. Also man kann ja... Man kann ja dämonisch von Dämonen besessen sein und trotzdem einen Sinn für Ästhetik haben. Räum das doch mal auf, den Laden hier. Naja, wir haben auf jeden Fall unser Shortcut. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Feuer. Feuer.
Ja, guck mal. Wir sind... Leute, 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 wir sind nah dran. Zumindest fühlt es sich so an. Ja, einfach da unten durch. Also vier. Also hier gab es jetzt auch nicht so viel, wo man links und rechts gekonnt hätte. Oder ich habe es nicht gefunden. Mag ich aber eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Es gefällt mir gerade sehr gut. Ja, okay. Hier passiert was. Ich bitte euch. Oh. Ganz ruhig. Jetzt nur nicht. Hatten wir das nicht schon mal als Boss? So ein Schweinchen? Hallo, ich blocke. Okay, das... Oh. Ah, das ist unglücklich. Na komm. Ach Mann. Oh, ist das nervig. Ach was, wie bitte? Es hat doch das Geräusch gemacht, dass ich pariert hätte. Oh, okay. Alles klar? Ja, nice. Oh! Junge. Ha. Ah, was passiert? Komm, das muss doch jetzt mal. Ja, meine Güte, endlich. Ja, mach du mal. Ich hab die Ruhe weg. Okay. Oh, der hat halt wirklich nicht mehr viel. Yes. Kappe des Soldaten der gelben Turbane. Können wir hier die Tür aufmachen? Nee. Nee, die Tür. Nee, die machst du nicht mehr auf. Okay. Ah, guck mal, das ist auch direkt eine Standarte. Ja, nice. So, Leute, das ist unsere Boss-Standarte. Von hier werden wir jetzt im besten Fall nur einmal in den Bosskampf laufen. Wenn wir ehrlich sind, wird öfter passieren. Was sind hier noch so an den Seitenarealen? Das kann man hier noch so. Oder waren wir da schon? Ne, warte mal, da ist eine kleine Standarte da oben, die will ich haben. Ah, das ist aber so ein Monsterschwein. Aber das ist ja jetzt nicht so wild. Okay, alles klar. Cooler Move. Das war ein bisschen holprig. Ist schön, haben wir doch noch eine Standarte mehr.
Dann können wir schon mal nicht mehr unter die 17 sinken, wobei gegen Bosskämpfe ist das ja, glaube ich, sogar egal. Worüber ich natürlich nicht nachgedacht habe, ist, wie komme ich jetzt zurück zu meiner Standarte? Oh nee, oh nee. Warte mal. Ach Scheiße, das war dumm. Das war richtig dumm. Na, da, da. Da, 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 da. Wieso kann ich hier nicht backstabben? Ah ja. Ach, die sind ja gar nicht so krass. Euch habe ich krasser in Erinnerung. Das machen wir mit dem jetzt auch. Verstecken uns hier wieder. Nochmal ein Stückchen trinken, sicherheitshalber. Keine Sorge, wir gucken uns auch noch den Boss an. Nicht so schnell. Dieses Hinterhergetippel. Ach, sogar noch einer. Ih, was ist denn jetzt los? Oh, bist du runtergefallen? Ist ja ärgerlich. Ich hab die Katze doch schon gesehen da hinten. Okay, alles klar. Ich habe nicht mit dem Power-Angriff gerechnet. Das gebe ich zu. Komm, Kätzchen, Kätzchen. Ja, bist du da schön jemanden am Zerfleischen? So ein braves Kätzchen. Ich bin auch jemanden am Zerfleischen. Bärengalle. Von der Katze. Ah. So alleine da oder hast du hier um die Ecke? Komm mal her. Ja, so darf das gleich im Bosskampf laufen. Ah, gucken, von hier können wir dann einfach so zurück. Alles klar, dann rasten wir noch einmal kurz. Ich überlege, ob ich einmal noch mir hier. Wo ist denn das? Gegenstände, ja. Großer Brocken wahres Key. Ja, machen wir alle vier. Dann haben wir jetzt 46.000. Reicht das? Wie viel gibt das? Ich nehme mal davon noch zwei. Obwohl, hier kommen, wir machen die 50.000 voll. Und das sollte ja wohl für ein Level reichen. Da würde ich sagen, nochmal Feuer. Oder meint ihr, wir übertreiben es jetzt? Vielleicht auch nochmal, vielleicht nochmal HP. Es war viel Feuer in den letzten Leveln. Wir brauchen ja auch, wir müssen ja auch ein bisschen tanky sein. Ich habe halt auch einfach gar kein Gefühl dafür, was viel in einem wert ist und was nicht. Aber das wird uns der Boss jetzt bestimmt sagen. Warum hat er denn jetzt den Kelch kaputt gemacht? Aha, ist das alles oder kommt da auch noch was Beeindruckendes?
Okay, na, auf jeden Fall Wumms hinter seinen Angriffen. Aber ich habe auch Wumms dahinter. Oh, ah, okay. Oh, das war knapp. Mann, der kommt immer ein bisschen plötzlich. Yes. Oh. Trinken. Nee, 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 hier ist nichts enough. Nein! Mann! Ja, okay. Feigling. Ich wollte gerade sagen hier, du kriegst jetzt mal auf den Sack, Kollege. Der hat eine zweite Phase. Der hat sowas von eine zweite Phase. Ja, okay. Also der Angriff ist ja wirklich. Scheiße. Oh, ich habe gegreedet. Oh, wir sind aber weit gekommen, Leute. Sollte der keine zweite Phase haben, den haben wir ja absolut sicher. Das Problem ist aber, wir haben eben in der Cutscene gesehen, wie sein Gefolgsmann da den Gang runtergegangen ist. Und ich weiß nicht. Also entweder wird Cheffe selbst sich noch so einen Raffaello des Teufels reinhauen. Oder sein Heini kommt in den Kampf dazu. Wir hatten nämlich noch keinen Doppelkampf. Wir hatten noch keine Ornstein- und Smaug-Geschichte. Das wird 100 Pro auch noch kommen. Naja. Ich habe mich aber auch echt angestellt, ne? In dieser. Ach, Scheiße, Kacke, Pisse. Alles auf einmal. Okay. Zu gierig. Scheiße. Holla, die Waldfee!
Oh, Kacke. Oh, Scheiße, ey. Ach, Mann, ey. Das war nicht so gut. Also, wir hatten da einmal einen Punkt, wo es. Ich hab während dem Kampf habe ich versucht, ein bisschen an ihm dran zu bleiben, weil ich dachte, der wirft dann seine blöden Vergiftungswurfmesser nicht. Und er hat es auch nur einmal gemacht, aber definitiv nicht so oft wie letztes Mal. Also, das ist, glaube ich, schon die Go-To-Strategie. An ihm dranbleiben. Und an sich ist der halt echt nicht so knifflig. Das ist jetzt einfach nur Learning by Doing. Ja, okay. Das war ja gar nichts. Sag mal. Was ist denn hier los? Ja, also nee, also das war ja eine absolute Blamage. Wir tun so, als wäre das nie passiert, okay? Einigen wir uns darauf. Also das war ja wirklich, das war ja gar nichts. Das ist halt schon wieder dieses Paradebeispiel für der First Try bei jedem Boss. Zumindest statistisch. Ist aber der Beste. Dann hast du eine, du fängst auf einem High an. Dann geht's rapide runter ins Tal, da bist du dann eine ganze Zeit und aus diesem Tal arbeitest du dich dann langsam raus und gewinnst irgendwann. Das ist halt wirklich erstaunlich zu beobachten, wie oft und bei wie vielen Leuten das so ist. Nice, nice, sehr gut. Ach, Kacke. Oh, 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 oh. Oh, Scheiße. Dieser, weiß nicht, dieser, wenn er die Waffe kurz über dem Kopf dreht, die holt mich ab, die Fähigkeit. Nein, 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 nein. Oh, oh Gott, hab ich totgetreten. Ah, der ist doch. Oh, der ist härter, als man meint. Der ist echt härter. Aber auch der wird liegen. Ich stelle mich halt schon wieder in. Bei Dingen an, die ich eigentlich super safe hatte. Was war das? Achso, ich dachte, das war irgendwie. Na gut, auf ein neues. Oh Gott, jedes Mal diese Anfangswurfmesser da. Ärgerlich.
Oh, doppelärgerlich. Halt halt nicht so viel, wie es müsste. Oh nein! Oh. Weiß. Eine Kopfnuss. Oh. Okay. Also bitte. Ja, weiß ich nicht. Hätte das mit der Kopfnuss sein müssen? Mit den drei Kopfnüssen? Ach Leute, wisst ihr was? Es ist doch am besten, wenn wir sagen, wir distanzieren uns nochmal davon. Das ist immer ganz wichtig. Die meiste Zeit ist man dann der nächst bessere Versuch ist, wenn man einmal kurz weg war vom Spiel. Deswegen würde ich sagen, we call it a day. Beenden hier die Folge. Wir sind ja auch weit gekommen. Wir sind schon... Oh, hau ich hier fast das Mikrofon ab. Wir sind beim zweitgrößten Bösewicht. Den Schlabberopa natürlich noch nicht, aber zumindest den aktuellen Raffaello-Besitzer. Keine Ahnung. Den werden wir auf jeden Fall nächste Folge verkloppen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ich freue mich darauf, hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut.